Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf den Frühling. NS22. Hey, von Kalle, den Ultramapper. Haha, es ist soweit. Sven kann wieder mal eine Folge Frühling machen. Yeah. Dürfte, ne? Richtig dürfte. Ja, ich flüche gerade eben den letzten Rest von Schützenfest fertig. Den hatte CP ja sich festgebrackelt, ne? Ja, CP war das. Meinte ja, Svenny. Ich hab grad keinen Bock mehr. Dann versenke ich mal den Deutz eben in der Ecke, ne? Dank Rea. Aber Rea bleibt drinne. Ja, und dann mache ich das hier gerade fertig nach dem Neustart, ne? Dann geht das immer. Ich fahre meine Schlepper in letzter Zeit grundsätzlich fest. Das liegt, glaube ich, nicht nur noch am CP, also am Rea. Ich weiß ja echt. Schon manchmal krass. Ich hätte eben gerade schon wieder einen Schlepper versenkt. Da bin ich ja Weltmeister drinne. Dann sitze ich da noch drinnen und pass auf und weg ist er. Aber, Leute, es gibt nichts hier. Rea bleibt immer drinnen. Ohne Rea ist das Spiel unspielbar. Weil dir dann nämlich der Spaß fehlt. Wir müssen gleich Heuschwaden, ne? Heuschwaden. Damit mein Flügomort hier weitermacht, kommt er jetzt gleich auf die nächste Ecke. Kalken und so können wir immer noch schön hinterher. Ist das schön hier, ne? Es ist einfach schön hier. Guckt euch das an. Kannst du hier so, wenn du mal Bock hast, so nach der Flügel, Flugeinlage, hältst hier an, versteckst den Trecker hinter einem Baum, so, steigst auf. Machst du erstmal schicki von die Päuschen. So. Ja, so. Guckst du da, ob die da auch mal laufen oder so? Ja, den haben wir geblitzt, ne? Der war zu schnell. Und wenn du dann wieder Bock hast zu arbeiten, steigst du wieder ein. Wir sehen. Perfekt. So, da hinten ist auch eine Ecke, die müssen wir auch noch fliegen. Kalle extra für mich hier zurückgelassen, ne? Damit ich hier schön fliegen kann. Kennt ihr nix, ne? Machen wir mal eben hier an. Machen wir halt lieber Handbremse rein. So, wir brauchen Kurs. Aber ich hätte gerne erstmal hier das Feld. Wo stehen wir denn? Auch Feld 2 ist das. Korrekt. CP-Kurs generieren. Nee, 2 Meter. Weil Flügen habe ich nicht immer Lust drauf. Da bin ich auch ganz ehrlich. Da muss ich richtig Bock drauf haben. Nee, so nicht, Sven. Feld 2 hier. Perfekto. Und dann machen wir die Handbremse raus, weil der Kollege soll jetzt hier am ersten... Nee, erste Wegpunkt. Die Schubrakete. Ich glaube an dich. Du hast noch einen Wender dahinter. Ach, du hast noch die Mehrwege dran, ne? Das müssen wir auch noch machen. Läuft bei dir, wa? Läuft. Hier auf Kalle ist super Map. Ja, ja, nein, aber mal ganz ehrlich, ne? Was der Kalle hier geleistet hat, ne? Finde ich enorm. Kann ich immer wieder nur betonen. Und dazu stehe ich. Jetzt soll mir erst ihm einer nachmachen, was der hier gezaubert hat, ne? Wenn ich dann so Vorstellungsvideos sehe, ne? Und dann höre. Boah, hier die Balken mit den Steinen, so wurde das ja noch nie gemacht. Ich wohne ja schließlich im Fachwerk. Tut mir leid. Nee, ganz ehrlich, hat für mich nichts mehr mit Spielen zu tun. Bin ich hundertprozentig ehrlich.
Wenn ich sowas spiele, ne, dann freue ich mich doch auf die ganze Landschaft. Und guck nicht danach, was hier im Fachwerk nicht richtig ist oder da nicht richtig ist. Nee, tut mir leid, da habe ich kein Verständnis manchmal für. Das hat irgendwie nichts mehr mit Respekt zu tun gegenüber den Moddern. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen, oder? Wollt ihr auch immer sehen, ey, wenn ihr euch die ganze Arbeit damit macht und dann kommt da irgend so ein Jappel und sagt, hier, oh, guck mal hier, da die Balken und die Steine, so würde das nie gehen und... Tut mir leid, ey. Da macht man erstmal das Hofpack schlecht, ne? Wo andere Leute so viel Arbeit reingesteckt haben, ey. Tut mir leid, habe ich kein Verständnis für, bin ich ganz ehrlich. Ich habe das Video dann ausgemacht. Weil das fand ich nicht mehr schön. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber das soll mir den Spaß jetzt hier nicht verderben, ne? Auf der Frühling. Und sorry, ich habe letztens im Video gesagt, kleines Land. Ja, die Frühling ist für mich wie kleines Land im LS19. Ich komme da drauf, ich fühle mich wohl und habe Spaß beim Spiel. Und das schafft der Kalle mit seinen Maps immer bei mir, komischerweise. Ich weiß nicht, warum das so ist. Durch Kalle bin ich so ein Kleinmap-Fetischist geworden, ne? Früher habe ich nie so kleine Maps gespielt, weiß ich nicht, war nicht so mein Ding, ne? Und dann kam der Kalle um die Ecke, haut da kleines Land raus und seitdem habe ich da irgendwie voll Spaß dran hier auf diesen Minimaps. Was heißt Minimaps? Ich finde die gar nicht so klein, also... Aber ich habe da Spaß dran. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe noch gar kein Bild gemacht, ne? Sagt auch keiner was, ne? Ihr hättet mich direkt in die Falle laufen lassen, ne? Ich stehe dahinter und hab voll Scheiße geschwadet. Entschuldigung für das Wort, das sollte nicht sein, ne? Ist nur nicht die Uhrzeit, um solche Worte zu sagen, oder? Ab wann darf man das sagen? Wisst ihr das? Ab wann? Ruhig, Svenny. Ab was für eine Uhrzeit darf man dieses Wort sagen, das so braun und flauschig ist? Wisst ihr das? Ich weiß es gar nicht. Ich hab immer noch was liegen lassen. Fahren kann er auch nicht mehr. Was? 15.54 Uhr. Und wer ist 5 Uhr? Ich hab schon wieder was liegen lassen. Ich kann echt nicht mehr fahren. Also nur hier mit der Presse eben dran lang heizen, ne? Ich wollte ja noch eine Wiese mähen, ne? Aber ich muss erst ernten. Wir haben schon mal einmal Heu, das ist wichtig. So, wir machen das mal eben kurz hier so ein bisschen in der Außenansicht. Ich hab grad nicht so Lust auf Hardcore. Ich habe gerade nicht so Lust auf Hardcore. Ja, danach müssen wir jetzt ernten. Die letzten 2-3 Flächen. Wenn wir das gepresst haben, ne? Oh ne, da müssen wir das ja erst noch von der Wiese holen, oder? Vorsicht! Gut, dass ich Vorsicht gesagt habe, ne? Gut, dass ich Vorsicht gesagt habe. Das wäre mir doch direkt in den Schlepper gehoppelt. Du Hoppeläschen hier, du. Die sind cool. Das finde ich ist ein cooles Future. Feature heißt das, ne? Nicht Future, Feature. Ein cooles Feature in LS22. Die Hoppeläschen. Und wenn die lieben Autofahrer die leben lassen, dann haben wir da auch wieder ein paar mehr von, ne? Ja. Hab ich so gehört, ne? Alter, nein, aber... Ist voll warm heute, ne? Ich würde ja gerne das Fenster aufmachen, ne? Aber wir haben so neue Nachbarn da. Da brauchst du das Fenster nicht mehr aufmachen.
Weil du kannst den Fernseher erstmal doppelt so laut machen wie sonst, damit du überhaupt was verstehst. Solche Leute liebe ich ja, ne? Ja, ganz ehrlich. Ne? Schmeckt doch heu? Hab ich ja auch geschnitten mit viel Liebe und ganz wenig Geschwindigkeit, weil mein Schlepper nicht so viel PS hatte, ne? Ja, kannst du ruhig genießen. Aber Halm für Halm essen, ne? Habe ich gelernt bei Hinachsen, ne? Schlückchen für Schlückchen, also muss er auch Halm für Halm essen, oder? Wie sagt er? Kennt ihr das? Wer kennt das? Wahrscheinlich keiner. Kam früher immer in ZDF, ne? 19:25 Uhr. Was stand da? Ich glaube, freitags kommt das immer, ne? Das war noch Tieten, ey. Da waren wir noch jung, unverbraucht. Nächstes Ding so, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Was ist das für eine Folge? Ist sie für? Und wann ist sie? Ich komm grad nicht gucken. Eine halbe Stunde. Ich hatte einen Plan, ne? Ich glaube, das ist für Donnerstag, ne? Ich guck mal. Ob ich sonst für den lieben Olli Samstag und Sonntag eine Doppelfolge machen kann. Okay, wir könnten natürlich auch mal Frühling, Samstag und Sonntag machen und dafür Freitag kein Stream, ne? Würde mir auch besser passen. Was haltet ihr davon? Wenn wir Frühling, Samstag und Sonntag Doppelfolge machen und dafür Freitag nicht streamen. Passt mir persönlich besser, wegen Garten und allem drum und dran. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben? Bitte, wenn ihr so freundlich wärt. Ist die Donnerstagsfolge, ne? Ja, dann Donnerstag kann ich mich dann noch drauf einstellen, dann passt das. So. Ich hab was vergessen. Ich wollte diesmal noch mal was machen. Diesmal Hallen drinne? Alles, ne? Die gehört zu dem Pack. Die passt hier nicht zu. Oder ist das eine Silohalle? Der ist doch nicht nur eine Halle. Ach, hier ist noch mehr. Das ist das Farmhaus. Also so. Gibt es hier auch einen Schweinestall von? Nee, ne? Okay. Muss ich Kolle mal fragen. Was ist das denn für ein Moped? Also, was brauchen wir hier? Hier die Hotstelle, ne? Die sollen richtig gut sein. Weil du die nämlich selber misstest, ne? Habe ich gehört. Mir fehlt eine Halle. Wir müssten dann aber auch erstmal ein paar Bäumchen wegschneiden, ne? Weil sowas ist nicht so schön. Ist zu lütt. Sieht scheiße aus. Entschuldigung fürs Wort. Aber da, ich hab nichts im Mordordner, was hier so hinpassen würde, ne? Ich muss noch mal Lucky machen, ey. Oh, ich nehme die falsche Ausfahrt. Da komme ich nicht durch. Hm.
Jetzt ist guter Rohr teuer, ne? Ich wollte da eigentlich nicht. Da soll der Dreschkasten eigentlich rein. Wenn der da reinpasst, wäre eine Premium, ne? Weil dann können wir hier in Ruhe alles andere rein. Oder wird da nicht reinpassen, ne? Da passt du nicht hin. Da passt du erst recht nicht runter. Wir haben da so eine klitzekleine Probleme. Ey, dann musst du da wieder rein. Will ich eigentlich nicht. Mir fehlen so ein paar Unterstände. Aber welche, die auch hier zupassen. Ob der Kalle den Benni mal fragen kann, ob der hier noch so einen Unterstand zumodden kann? Kalle, wenn du das siehst, kannst du den Benni mal fragen, ob der so eine Halle da noch zumodden kann? Ein bisschen größer? Bitte? Ist kein Muss, aber so ein bisschen höher. Bisschen höher wäre schon ganz sinnig, ne? Jetzt habe ich meinen Schwader festgebrackelt. Ey, Schatz, immer wieder, ne? Mann. So ein bisschen größer. Das ist so ein bisschen höher. Kann man das hier so ein bisschen höher modden? Nee, das wäre voll Premium, weil da kann man den Schwader da drunter stellen. Oder wir müssen auf Einkreiselschwader umsteigen, aber ich weiß auch nicht. Ich will ja auch Premium, was ich hier vorhab. Also diese alten Lenkachsen an den Schwader, ne? Wenn du nicht jeden Tag zurückfährst, dann ist das voll uncool. Lieber Kalle, kannst du mal fragen? Bitte. Das wäre voll cool. Ziehst du die Presse? Probieren. Oder weiß jemand noch eine coole Halle? Ich brauche noch eine für meinen Schwader. Ich könnte hier auch da reinstellen, aber das will ich nicht. Oder wir müssen die Presse da reinstellen. Stellen den Schwader hier mit Dreschkasten rein, würde auch gehen, ne? Aber hier soll noch Futtermittel rein und so. Oh, ich muss einen Wagen abladen, ne? Muss ich auch noch. Jetzt müssen wir erst ein bisschen Heu pressen. Dass Kalle und Kaline ordentlich Futter haben. Silage haben wir noch zwei Ballen. Können wir noch ein bisschen hier. Der Hotte Hüster füttern. Oh, ich hab's nicht mehr drauf, ne? Meist ist das ein Zeichen, dass man aufhören sollte. Ich hoffe, der trägt das. Ja, mach. Macht er. Macht er. Ohne zu machen. Hoffentlich kommt da ein bisschen was zusammen, ne? Ein paar Bälleckes brauchen wir ja schon. Wenn nicht, müssen wir noch eine Wiese mähen. Nützt da nichts. Dann müssen wir da nochmal durch. Ich brauche Heu. Es ist August. Aber danach dreschen wir erst. Habe ich gesagt, ne? Sieht ja echt ordentlich, ne? 95 PS die Vicon. Schon eine Hausnummer mit Reha. Läuft hier. Oh, wir haben wieder heute tüften Tag. Das ist auch, glaube ich, tagesformabhängig bei meinem PC. Aber ich habe da auch alles auf. Das frisst auch richtig FPS bei mir. Aber Grafik ist klar. Also von daher bin ich zufrieden.
Ja, kannst nicht alles haben im Leben, ne? Ich hab, man könnte auch die externe Festplatte mal wieder dran machen, ne? Dann wäre das auch wieder besser. Läuft hier, ne? Echt? Bin zufrieden. Was habe ich gesagt? Also ja, hatte ich gesagt, ne? Wegen Freitag kein Stream und dafür Samstag und Sonntag Doppelfolge? Oder war Freitag und Samstag? Ne, Samstag und Sonntag Doppelfolge, habe ich gesagt, ne? Da kann ich nämlich Samstag noch was in Gordon machen. Wenn ich dann nämlich den Freitagnachmittag habe, um Videos zu machen, kann ich Samstag in Ruhe noch was im Garten machen. Das wäre echt Premium. Würde das Sven auch machen. Da habe ich im Moment mehr von, ey. Der Garten geht auch vor. Grafik ist echt Bombe hier. Ist mir letztens schon aufgefallen. Ich glaube, manchmal stimmt die FPS-Anzeige nicht, oder was? Keine Ahnung. Guck doch mal die Grafik hier an, ey. Krass. Krass genial, finde ich. Ja, da musst du auch einen Ball mitten in den Weg legen, ne? Damit der Svenny da ja nicht dran langfahren kann. Leider, nein, du. Böse Vico. Böse Vico. Du hast ja keinen Ball hinter mich. Ich habe noch nicht aufgepasst. Er kommt aber in die Schuhe mit der Presse, hätte ich nicht gedacht, ne? Aber unser 638 ist auch nur noch am Plögen. Den sehen wir die nächsten 20 Folgen bestimmt nicht wieder. Das geht aber nicht gerade anders. Ist leider so. Hier war auch noch was. Hab ich das da liegen lassen oder was? Nicht schön. Schon mal gesagt, wer den Heuhalm nicht ehrt, ist die ganze Balle nicht wert. Jetzt müsst ihr euch hinter die Ohren schreiben. Ist das erste, was ich gelernt habe. Mit der Forke durch die Wiese laufen bei der Verpressung und die Grashalme einsammeln, die Heuhalme einsammeln. Mit 8 Jahren. Das war das erste. Da hat es überhaupt keinen Bock drauf, ne? Aber man wusste ja, wie man gelockt wird, ne? Weil dann durfte sie nämlich einen Wagen Trecker lenken. Wenn aufgesteckt wurde. Dafür musstest du aber auch mit der Forke durch die Wiese rennen und die Heuhalme einsammeln. Da hab ich gelernt, ne? Wenn du das Schöne machen willst, musst du auch die Scheißarbeiten machen, auf Deutsch gesagt. Halte ich immer noch so. Wenn man es gelernt hat, von klein auf an, ne? Wenn man die schönen Arbeiten machen will, muss man auch mal die Drecksarbeit machen. Ja, das ist so. Außerdem lernst du dann das Gute besser zu schätzen. Ey, es ist ganz ehrlich, ist so. Ist so, liebe Leute. Ich weiß gar nicht. Oh, wir sind gleich schon durch mit der Folge, ne? Halbe Stunde gesabbelt, nix fertig. Schickram. Na, ich mach noch eine. Ich will ja noch dreschen und so. Und dann müssen wir noch Ballen von der Fläche fahren. Vor allem muss ich erstmal gleich gucken, wie viel wir überhaupt noch zu dreschen haben. Nee, auch schon wieder Schitte gefahren. Dann nehmen wir da gleich mit. Eins, zwei, drei, vier. Viel ist nicht, echt. Und wir müssen auch noch Silagengras mähen, ne? Damit wir unsere BGA mal befeuern können. Wir haben nämlich nicht mehr so viel Taler. Wo ist das ganze Geld hin? Geht ja gar nicht. Hab ich schon so viel Geld hier? Oh, wir haben einen Schlepper gekauft. Stimmt, stimmt, stimmt. Und wenn ich Glück habe, bekomme ich am Wochenende
90,06. Ne, dann wird er hier reingetan, ne? Dann wird der andere 100er verkauft. Oder dieser, kommt der Frontlader an den 100er und dann kommt hier 90,06 drauf. Das ist ja Logo. Da freue ich mich ja schon ein bisschen drauf. Der passt hier nämlich perfekt mit in den Spielstand. Man, größer wählen wir nicht. Wenn, dann vielleicht mal irgendwo ein Fendt oder so, den 516 oder so. Aber ansonsten wären wir hier nicht größer mit der Schlepper. Könnten ja kleiner werden, aber nee. Viele machen ja auch hier Oldie-Projekte oder was, habe ich gehört, ne? Aber Oldie-Projekt mache ich nicht. Dann hätte ich ja direkt mein Lanz kaufen müssen. Den 516 irgendwann würde ich mich echt drauf einlassen, aber das wäre dann auch das Größte, was hier fahren will. Wir bleiben hier bei Kleintraktoren. So macht das Spaß. Guck mal, hier ist noch eine ganze Balle hinten rausgekommen. Kommen wir da durch? Ja, dann kann die Presse hier wohnen. Das ist ja auch ein cooler Platz. Dahinter könnte das Gülle fassen, ne? Unsere Wagen passen wieder auch durch. Kopf einziehen. Oh. Wieder gerade so, ne? Ja, nein, das war aber auch ein bisschen knapp. Echt? Was war schön hier, ne? Kann ich immer wieder nur sagen. Was hat der Kalle eigentlich hier drauf gekrickelt? Willkommen auf dem Bauernhof. Qualität aus der Heimat. Wisst ihr, wo der Kalle wohnt? Wenn ich nach dem Nummernschild gehe, dann weiß ich, wo der Kalle wohnt. Kalle, muss man bei dem Nummernschild danach gehen, wo du wohnst? Wohnst du in dem Kreis? Sind wir 14? Mal gucken, wir fahren nochmal eben lang, gucken, ob der da noch an der Arbeit ist. Ich muss ja hier zum Ziel kommen, ne? Könnten wir schon hier so rumheizen. Jo. Ich finde das gut, dass die Vorfahrt gewähren müssen, ne? So heißt doch dieses rote Schild mit dem weißen Inhalt, oder? Vorfahrt gewähren für Svenny. Mila? Ja, muss ja. Ist das hier genial. Richtig schickifeini, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Heider, nice, ist das hier schickifeini. Guck mal da, mit Matschweg und so. Hier im Graben. Gar nicht gut. Gut, dass ich das jetzt gesehen habe. Ich kenne mich. Na, guck mal. Ja, der lässt aber auch gehen. Ist schon am Vorgewinde, wa? Kollege, mach's gut! Ja, da haben wir schon drei Flächen haben wir dann gefühlt, ne? Finde ich korrekt. Geht auch mit dem Flug. Das ist auch ein schickes Gespann, ne? Ganz ehrlich, läuft. Dann lohnt es sich auch, den Steinesammler zu mieten, ne? Aber kaufen möchte ich ihn nicht. Nicht ganz ehrlich, nee. Das brauchen wir nicht. Hier guck, und hier kannst du ranfahren. Wenn du mal, wenn es eilig hast, ne, hältst sie an. Dann machst du hier Tür auf. Machst das wie die großen YouTuber. Hüpfst da raus. Beeilst dich. Machst hier. Und dann kannst du wieder in den Trecker. Das ist so eine Haltebucht da, ne? Dann machst du hier wieder hüpfen. Dann machst du hier wieder wie die großen YouTuber und dann fährst du wieder weiter. Dafür ist die Ecke hier.
Wusstet ihr nicht, ne? Gut, dass ihr mich habt. Ich kann euch das wohl sorgen. Ja, auch schick, ne? Oh, herrlich hier. So, fahr mal hier ein bisschen langsam. Du weißt nicht, wie die hier drauf sind. Wie schön dieses Industriegebiet, ne? Können wir nicht hier lang fahren? Herrlich hier, einfach herrlich. Können wir mal an unserer BGA vorbeischaukeln? An unserer BGA hier vorbeischaukeln, ne? Die ist doch hier hinten irgendwo. Guck mal, hier geht sogar Berg hoch, ey. Ha! Genial. Ey, hier eine Pfütze. Boah, ey, es ist einfach nur herrlich hier, ne? Guck, hier ist unsere BGA. Hier fahren wir dann schick Bällchen hin, ne, so. Loggern die hier so auf dem Platz da, so an der Seite da. Und dann können wir da... Und wenn wir mal keinen Bock auf Arbeiten haben, fahren wir mit dem Ding hier da drunter. Ne, setzen wir uns da hin. An Hochdruckreiniger oder was ist das? Es ist echt herrlich hier. Wenn wer das hier nicht herrlich findet, der hat in meinen Augen keine Ahnung. Hier wollte ich die ganze Zeit schon mal gucken. Hier, guck mal, Jugendtreff hat er direkt dahin gemoddet. Hahaha, mit Grill. Haha, cool, ey. Da, siehst du, da, Jugendtreff. Der Kalle, ey, da ist ein Fuchs. Guck mal. Ja, geheime Tiere. Hier kannst du dann Urlaub machen. Kann euch das vermieten hier so. 500 Euro die Nacht. Ist Spottpreis. Geil. Voll der Jugendtreff da. Fahren wir richtig? Jo, ich glaube wohl. Heider, nein, ist das ein Spaß hier, ey. Kann ich immer wieder nur sorgen. So, hol mal an hier. So, liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hier, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Ja, und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.